sprechen immer über Geldanlagen und passives Einkommen. Und dabei sind Fruit Trees das ultimative passive Einkommen. Wenn wir sie nicht abholzen, versorgen sie uns und alle zukünftigen Generationen für immer mit Nahrung, ohne dass wir wirklich viel dafür tun müssen. Bombs! Okay, let's go! Sie haben ihr Ziel erreicht. Wir sind da. Irgendwo. Das Sonnenblumenfeld war Stichwort. Okay. Oh, man fährt noch. Okay. Ich bin einfach ausgestiegen. Ich bin auch ein bisschen nach hinten gefahren. Ja, fahren halt schnell. Danke fürs Fahren, David. Sehr gerne. Danke, danke, danke. Gerne. Schönen guten Morgen, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu Castodia Tag 3. Heute steht ein Ausflug zum lokalen biodynamischen Hof auf dem Programm, inklusive Führung. Seit 25 Jahren von einem schweizer-polnischen Pärchen, die hier Bioprodukte produzieren. Als absolute Vorreiter, als Pioniere für das losgehen, woran sie glauben, auch wenn das 99 gestartet, absolut nicht einfach war. Wir haben einen bekannten Nähe von Stettin, die kaufen in Deutschland Setzlinge. Also Bio-Setzlinge. Ja. Also die Bio-Szene ist nicht so groß in Polen. Ist eben nicht so groß und wächst auch nicht. Oder ist zum Teil sogar rückläufig. Im Moment ca. 3% Fläche ist Bio in Polen, oder in Österreich ist 20%. Das ist eine ordentliche Spannbreite, wie das, das in der Gesellschaft so akzeptiert ist oder zugänglich ist. Oder also in Österreich und in der Schweiz weiß ich, da muss man nicht darüber reden, was ist ein Zertifikat, oder? Für uns einer der wichtigsten Driver auch hier für Castodia ist nicht nur zusammenzukommen und Projekte zu starten, Transformationen zu machen, zu wachsen, sondern vor allem auch mit dem lokalen Ort hier in Verbindung zu gehen und ja, uns hier zu immersen, Piano Vieja. Nationalpark, Urwald. Oder nach der ganzen Transformation hier, die Bauern ziemlich viel Geld gekriegt haben, um diesen Rückstand aufzuholen mit Maschinen und derlei. Und sehr viele haben hohe Kredite, weil das sind ja, ist ja nur ein Teil der, der EU-Beihilfen. Oder? Ja, die kriegen sehr viele Kredite und die haben einen extremen Druck. Und wenn du dir dann, wenn du eine Million Schulden hast oder so und du dann kriegst, du weißt nicht, ob du noch Ertrag hast und du bist halt so, du machst kriegst zwar einen besten Preis, aber du weißt nicht, ob du das verkaufen kannst und so. Ja, zu risikoreich. Das, ja, klar. Das muss man ganz anders angehen. Ja. Oder? Ja, ja. Und die Frage, die ideelle Frage zum Beispiel, die wird gar nicht diskutiert. Ja. Und das ist natürlich schon tragisch. Ja, weil da so viel individueller Druck da ist, dass gar nicht der Raum da ist, über solche Dinge nachzudenken. Hm? Ja, eben. Ja. Ja. Ich habe gleich die Hände, weiß nicht, ob ich mich begrüßen kann. Hi. Was kommt jetzt? Die polnischen Mangos? Es kommt einfach alles. Du denkst, du hast es schon gesehen und dann guckst du wieder. Ui. Das sieht gut aus. Paprika und guck mal die Aubergine. Wow. Die sehen gut aus. Das ist immer so ein Wunder, einfach so eine Frucht wachsen zu sehen. Oder? Einfach so. Ja, braucht ein bisschen Sonne, ein bisschen Wasser. Braucht schon ein bisschen Boden. Das ist so wächst. Ja. Aber das ist so faszinierend. Es braucht gute Sorten. Ja. Gute Setzlingsanzucht, damit es schön wachsen, weil wir sind hier sehr. Die Wachstumszeit ist sehr kurz. Hier. Also ist nördlicher als. Natürlich viel nördlicher als Berlin. Das täuscht ein bisschen, oder? Und Wasser und Nährstoffe und alles. Ja. Ja, verstehe ich. Das ist jedes Mal wieder so faszinierend zu sehen, wie eine Frucht oder eine Pflanze wächst. Apfelbaum,
Wir sprechen immer über Geldanlagen und passives Einkommen. Und dabei sind Fruit Trees das ultimative passive Einkommen. Wenn wir sie nicht abholzen, versorgen sie uns und alle zukünftigen Generationen für immer mit Nahrung, ohne dass wir wirklich viel dafür tun müssen. Klar, hier wird auch viel Arbeit gemacht in dem Hof. Aber gleichzeitig so ein Apfelbaum oder so ein Mango Tree. Ist halt einfach da und wächst und wächst und wächst und wächst. So eine schöne Inspiration. Mmh. Die sehen schön aus. Der liegt schon 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Oh wow. Der sieht gut aus. Das ist unsere Lieferung fürs Abendessen, oder? Ich würde so gerne eine essen, aber das... Machst du das jetzt einfach? Ich frage, weil dann erstmal ich auch eine. Die wollte ich gerne. Magst du die kleinen? Ja. Was machst du jetzt? Wir machen das einfach. Wir klauen jetzt einfach die Tomaten. Oh mein Gott. Das sind ja sowas von fein. Problem von Kühen zu sprechen, weil das ist nicht mehr überall beliebt. Oder? Aber das eine Kuh, die das Gras frisst in der Region, wo sie lebt und nur Gras isst, die ist klimaneutral. Da ist die Kuh eigentlich eben das Beste, um einen wertvollen Mist zu machen. Und mit diesem Mist machen wir dann Kompost oder verwenden wir auch zum Teil direkt bei Kartoffeln. Aber und da braucht man dann weniger all diese Zusatzdinge wie Mikroorganismen, ich weiß nicht, was das alles heutzutage gibt. Das Schönste bei Pflanzenkohle ist halt, dass man die Nährstoffe für über Jahrzehnte in den Boden einspeichert. Weil das Problem ist ja, wenn man, nachdem was für eine Wirtschaft man betreibt, Step by Step die Böden an Nährstoffen verlieren. Und wenn man eben, Terra Preta kommt ursprünglich aus dem Amazonas, von unseren Ureinwohnern, die eben das genutzt haben, um Nährstoffe für Jahrzehnte im Boden zu lagern. Und wir haben jetzt nur eben in der Zusammenarbeit mit der Hochschule Halle eben gelernt, dass in Sachen regenerative Landwirtschaft es nicht schlecht ist, mit Pflanzenkohle mit unterzumischen. Weil dann hast du den Kompost, du hast die Pflanzenkohle und... Ist schon klar. Genau. Ist schon klar. Ich sage nur, das ist wie die alte Schule. Genau, ja. Wenn man nicht mehr mit Kühen arbeitet oder mit Tieren arbeiten will, das ist ein ganz anderes Ding. Genau. Der schmeißt so einen Pyrolyseofen. Das ist alles. In den Tropen ist es noch was anderes wie ich. Ja, aber in Deutschland, oder? Ich weiß schon, die machen auch viele Versuche mit Kompost ohne tierischen Zusatz, oder? Ja. Hier mit unserer Lasagne. Ja. Ja, aber großes Lasagne. Die sieht gut aus. Wie viel brauchen wir? Wow, die sind richtig stark. Ich habe richtig Stacheln. Ja. Noch richtig prall. Sehr lecker. Das ist ein Kühlschrank, weil das ist Milchsäurebakterien drin. Ui. Danke. Du musst es weit, aber fein. Fein. Nein, fein, fein. Nein, hier zu bleiben wäre nicht schlimm. Oh, Friends. German. Ich habe gerade den Bus zurückgegeben. Mit dem Fahrrad auf dem Weg zum... zu unserer Unterkunft und fahre gerade diesen kleinen Weg hier entlang und lasse sehen, meine müden Augen
Oh, guck dir diese Äpfel an. Oh. Mmh. Mmh. Oh. Juicy. Ist das nicht ein unglaubliches Wunder? Gestern haben wir über die vier Archetypen gesprochen. Und der erste Archetyp ist the Romantic. Und the Romantic ist in Verbindung mit dem Erdelement. Und den vier Elementen, Erde, Feuer, Wasser und Luft, ist the Romantic verbunden mit dem Earth Element. Und the Romantic ist für mich der Ursprung von allem, die Verbindung mit der Erde. The Romantic gibt uns das Meaning, den Drive für alles, was wir tun. Aus dieser Wertschätzung, aus dieser Dankbarkeit für die Lebendigkeit, für das Geschenk des Lebens, da heraus entsteht aller Drive, loszugehen für die Welt, seine eigenen Gaben hinauszutragen, dafür einzustehen, für das, was einem wichtig ist. Das beginnt alles mit diesem starken Why, mit diesem starken Meaning. Und das kommt aus der Kultivierung unseres Inner Romantic. Und einfach in die Natur rauszugehen, mit der Erde zu connecten, ist für mich der schnellste Weg, das zu integrieren. Jedes Mal, wenn ich so einen Obstbaum sehe und mir bewusst werde, dass dieser Baum einfach so hier wächst und er kriegt Sonnenlicht und er kriegt Regen und er kriegt gute Energie von den Menschen, die hier in der Gegend leben, und er produziert diese Äpfel und er ernährt uns. Jedes Mal, wenn ich das sehe, auch auf Bali, die Mango Trees, die Durian Trees, bin ich in so einem Gefühl von, oh mein Gott, what a miracle that things like these exist. Dass die Natur uns solche Geschenke macht. Das ist für mich Integration des Romantic Archetypes. Und damit beginnt alles, denn nur wenn ich diesen Baum als so besonders, als so sacred, als so special sehe, nur dann kann ich ihn wertschätzen und nur dann kann ich dafür losgehen, dass Bäume wie diese nicht abgeholzt werden, sondern noch lange zukünftige Generationen ernähren. Ich kann mein Leben aus dem Bewusstsein leben, dass alles ein Wunder ist oder dass nichts ein Wunder ist. Und beides ist equally true. Es beginnt damit, wie sehr ich in Kontakt mit diesem Archetyp bin. Und dann ist auf einmal alles ein Wunder und das Leben wird reich. Und das Leben wird wundervoll. Und klar, das Leben wird auch traurig und überfordernd und verzweifelnd und wütend. Weil das ist natürlich die andere Seite der Medaille von der Romantic Integration. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen das volle Spektrum des Lebens mit. Nur wenn ich mich davon berühren lasse, wie wundervoll dieser Apfelbaum ist. Nur dann lasse ich mich natürlich auch davon berühren, wenn der Apfelbaum abgeholzt wird. Aber diese beiden Pole ist etwas, was ich in der grauen Einheitssuppe, in der wir leben, wenn nichts ein Wunder ist und wenn wir nicht mit unserem Inner Romantic Archetype in Kontakt sind, ziehe ich tausendmal vor. Und der einfachste Weg, damit in Kontakt zu kommen, ist raus in die Natur zu gehen und Zeit mit Kindern zu verbringen. Immer wenn ich mit Lionel bin, werde ich daran erinnert, weil er genau von diesem Place lebt. Alles ist special, alles ist besonders. Die Schnecke, oh mein Gott. So, wie ewig er diese Schnecke beobachten kann und sich darüber erfreuen kann, dass er diese Schnecke jetzt gefunden hat. This is romantic integration. Raus in den Wald und am besten noch mit Kindern. Das ist das, was wir Erwachsene brauchen. Denn das gibt uns das Meaning, den Drive, den wir brauchen. Um für das loszugehen, was uns wichtig ist. Ja. Guck mal, das ist der Sauna. Ein wunderschönes Dinner. Evening Sauna Session. Na, bitte Bett. Passend zum Tag der Naturwunder heute. Sternschnuppennacht, lange draußen nach der Sauna, haben die Sternschnuppen beobachtet. A miracle. Everything is a miracle.
Voll tiefer Dankbarkeit. Danke für unsere heutige gemeinsame Reise. Wir sehen uns morgen wieder. Oh, morgen gehen wir weiter in unserer Custodia Journey. Morgen wird's spannend. See you then.